Hallo ihr Lieben, ich befinde mich im Schwarzwald. Meine Frau und ich haben einen kleinen Ausflug gemacht und zwar wollten wir die Teufelsmühle besuchen. Da wandert man von Bad Herrenalb aus. Wir haben es nicht geschafft, da es doch eine ziemlich anstrengende Tour war. Und wir noch ein bisschen ungeübt waren. Ich möchte euch jetzt ein bisschen erzählen, was es mit der Teufelsmühle auf sich hat. Über viele Orte oder mystische Orte gibt es meist mehr als nur eine Sage. Die zweite Legende zur Teufelsmühle besagt, dass ein Müller, der vom Hochwasser getroffen wurde, seine Mühle auf einen Berg bauen wollte. Also alles wurde überschwemmt, als es Hochwasser war, und vor lauter Wut rief er den Teufel an. Der Teufel sollte ihm eine Mühle hoch oben auf dem Steinberg bauen. Und es sollte immer genügend Wasser zur Verfügung stehen, um die Mühle betreiben zu können. Der Teufel erfüllte seinen Wunsch. Aber nur dann, wenn der Müller ihm seine Seele übergibt. Der Müller willigte ein. Unter der Bedingung, dass der Teufel ihm eine voll funktionstüchtige Mühle baut, die noch vor dem ersten Hahnenschrei fertig sein soll. Also innerhalb einer Nacht. Der Teufel machte sich natürlich ans Werk und war sogar kurz nach Mitternacht fertig. Ein wichtiger Stein aber fehlte jedoch. Dies bemerkte der Müller. Der Teufel eilte davon und vollendete sein Werk. Noch Sekunden bevor er zurück war, begann ein Hahn im nahen Loffenau zu krähen. Das ist ein Örtchen, was es natürlich auch gibt. Somit wurden die Pläne des Teufels durchkreuzt. Aus Wut schleuderte der Teufel den letzten Stein auf die Mühle und riss dadurch alles nieder. Die Mühle bestand jetzt nur noch aus einem Haufen Steine. Das ist eine sehr interessante Legende. Ja, es gibt auch, bevor man zur Teufelsmühle hochkommt, gibt es auch noch so... Das heißt Einstieg großes Loch und großes Loch, ja, Teufelskammern und großes Loch. Das sind Löcher in Felsen drin, die sind sehr groß, die Löcher. Kurz davor haben wir aufgeben müssen, leider. Aber es war sehr, sehr schön. Es war auch nicht zu heiß und auch nicht zu kalt. Wenn man die Teufelsmühle besuchen möchte, dann fährt man bis Bad Herrenalb. Von dort aus läuft man dann zum Informationszentrum für Tourismus. Von dort aus läuft man durch einen Torbogen und bisschen so, ja,
fast die Altstadt hinein, eine Treppe hinauf und folgt dann der blauen Raute. Das ist das Zeichen für diese Wanderroute. Man kommt auch an einem alten Kloster entlang, was nur noch aus Ruinen steht. Es ist ein Gebäude aus rotem Sandstein. Weiter geht es mit der blauen Raute bis zum Wegweiser am Wurstberg. Dort muss man sich rechts halten und der gemächliche Anstieg wird nun verlassen. Es geht steil hinauf und man kommt an einem Friedhof vorbei. Oberhalb dieses Friedhofes beschreibt dieser eine langgezogene Linkskurve. Beim Wegweiser Albtaljagdhaus wird die Richtung nach rechts gewechselt, auf einen schmalen Pfad. Man läuft einen Schotterweg entlang und dann direkt auf den Wald zu. Dieser Weg ist erstmal am Wald entlang, bis man dann auch zu einem Bach kommt. Ich kann euch nur nahelegen, besucht den Schwarzwald. Das, was ich jetzt schon gesehen habe, war sehr schön. Ich liebe Wald. Ich habe auch ein paar Harzböppelchen sammeln können von den Bäumen. Ich habe ein bisschen Farn mitnehmen können. Und noch einige andere Sachen zur magischen Verwendung. Natürlich habe ich vorher erst gefragt, ob ich diese Gabe nehmen darf, diese Spende, und habe mich am Schluss natürlich bei dem jeweiligen Baum oder Busch oder Gras eben nochmal bedankt. Es war eine schon ziemlich schweißtreibende Route, die wir hier gewählt haben. Wie gesagt, es ging teilweise sehr steil hinauf. Wir bereuen aber gar nichts. Ich möchte euch noch auf einige Routen mitnehmen, nicht nur im Schwarzwald, sondern auch im Kiefertaler Wald. Da hatte ich bereits auch schon ein Video gemacht. Und ich hoffe, ich bringe euch auch auf den Geschmack von der Natur. Ich finde es wichtig, aber jetzt auch nicht direkt zwangsweise, dass man im Hexentum oder Wicca, also Natur, Glauben, Religion, einfach auch in die Natur hinausgeht. An sich ist es jedem selbst überzeugt lassen, aber es ist einfach ein ganz anderes Feeling. Ich fühle mich im Wald geborgen und beschützt. Ich habe früher mir gerne immer vorgestellt, wie ein Steinzeitmensch zu leben und von der Natur zu leben, mit der Natur zu leben. Und später dann habe ich Gefallen auch an Wäldern gefunden, wo ich das erste Mal wandern war. Das war mit 11, 12 Jahren. Also so richtige Bergtouren in Südtirol. Und da habe ich gedacht, Mensch, in einem Wald drin, also jetzt nicht auf dem Berg, aber in einem Wald drin. Wir sind auch Abschnitte gegangen, die auch sehr bewaldet waren. Da drin zu wohnen, in einem kleinen Häuschen, ja, von der Beschreibung her schon ziemlich,
ja, traditionell so ein kleines Hexenhäuschen, wie man das vielleicht aus Die kleine Hexe kennt. Einfach so ein Häuschen mitten im Wald, im Grünen, mit der Natur zu leben, von ihr, ja, genährt zu werden, Ressourcen zu haben, einzuteilen, alles, nicht im Überfluss zu leben wie jetzt, nicht nur von der Technik abhängig zu sein. Das wäre so das, was ich auf jeden Fall mal erleben wollen würde. Ob ich das jetzt für immer so haben wollen würde, kann ich nicht ganz beantworten. Ich denke eher nicht. Zumal es natürlich dann auch keine Videos dann gäbe. Aber irgendwo finde ich, sollten wir hinausgehen, bisschen Abstand von der Technik haben, eine, ja, Digitaldiät sozusagen beginnen und auch wieder ein bisschen mehr auf uns hören, auf uns schauen. Gucken, wie geht's mir? Was sagen meine Signale? Was möchte ich haben? Essen genießen, ohne dauernd ins Handy zu schauen. Ich war erst in einem, ja, kleinen Restaurant, wo man auch draußen sitzen konnte. Es war sehr schönes Wetter und zwei Mädchen, ja, Jugendliche, saßen am Tisch nebendran. Beide haben sich unterhalten und haben beide auch noch gleichzeitig ins Handy geschaut und das Essen noch gehabt und diese Sachen alle gleichzeitig gemacht. Das hat mir persönlich jetzt nicht gefallen. Ich meine, am Ende muss es jeder selber wissen. Aber ich möchte damit einfach sagen, dass wir jede Sache, die wir tun, ein bisschen aufmerksamer tun sollten. Gerade das Essen im Hinblick auch auf die Gesundheit. Man ist dann auch nicht bei vollem Gedanken dann dabei beim Gespräch, wenn man noch nebenzu am Handy chattet. Man sollte mit Leib und Seele bei dem sein, was man tut. So auch hier bei der Waldwanderung. Und ich möchte unbedingt auch noch das Waldbaden ausprobieren. Da habe ich auch schon ein Buch darüber gelesen von einem japanischen Wissenschaftler. Da sind auch geschichtliche Hintergründe, wie das zustande kam mit dem Waldbaden. Warum das momentan Trend ist. Ich finde, es sollte nicht Trend sein. Ein Trend verschwindet irgendwann wieder. Es sollte irgendwo alltäglich sein, einfach um Körper, Geist und Seele, also Körper und Geist, Ruhe zu gönnen. Ja, von dieser hektischen Arbeitswelt. Ja, jetzt noch einige Eindrücke aus dem Schwarzwald im nördlichen Teil. Ich hoffe, es war ein schönes Video für euch. Ich habe versucht, es mal ein bisschen anders zu gestalten, später etwas dazu zu sprechen, damit man das auch besser dann hört. Ja, lasst mir ruhig Vorschläge zukommen, was ihr denn so haben möchtet. Vielleicht ein kleines Ritual im Wald. Außer nur räuchern. Ich nehme jede Idee dankend an und freue mich schon drauf. Wir sehen uns in einem nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.